Ein 7-Meter-Killer ist diese Woche unser Mann im Tor. 5-mal traten die Löwen an, 5-mal hielt Jens Wortmann und brachte den deutschen Meister damit zur Verzweiflung. Insgesamt hielt er 40% der Bälle auf seinen Kasten und landet damit definitiv in der Mannschaft des Spieltags. Es läuft bei Michael Allendorf. Beim Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf lief der Melsunger zur Höchstform auf. Mit 10 Treffern und 83% Wurfquote war er auf Linksaußen in dieser Woche unschlagbar. Gummersbachs Tormaschine rollt weiter mit Vollgas durch die Saison. Julius Kühn machte 12 der insgesamt 26 VfL-Tore gegen Magdeburg und brachte sein Team in der zweiten Halbzeit nochmal ran. Für den Sieg reichte es am Ende nicht, aber für einen Platz in der Mannschaft des Spieltags. Es sind nicht immer nur die eigenen Tore, die zählen. 5 Assists lieferte Peter Nenadic gegen Balingen ab. Vor allem das Zusammenspiel mit dem Kreis lief bei den Berlinern richtig rund. Noch dazu kamen 3 eigene Buden. Auf der Mitte ist Nenadic unser Mann. Der Top-Torschütze des Spieltags steht im rechten Rückraum und kommt aus Balingen. 13 Mal landeten seine Wurfversuche im Netz, 7 davon per 7 Meter. Damit warf Lars Friedrich allein fast die Hälfte aller Balinger Tore gegen Berlin. An ihm kommt diese Woche keiner vorbei. Man of the Match und unser Spieler auf Rechtsaußen ist Marius Steinhauser. Beim denkbar knappen Heimsieg der Löwen gegen Leipzig war der 24-Jährige in Topform. 8 Tore gingen auf sein Konto und gerade in den entscheidenden Minuten war Steinhauser voll bei der Sache. Am Kreis in dieser Woche Johannes Goller. Der 19-jährige Youngster aus Melsungen machte gegen Hannover mal richtig auf sich aufmerksam. 5 Treffer bei einer ordentlichen Quote von 83%. Starke Leistung. Willkommen in der Mannschaft des Spieltags. Unser Hingucker in dieser Woche, das kurioseste Eigentor der Saison. Erst parierte Wetzlars Buric, dann übersieht er den Rückpass vom Mitspieler und der Ball kullert ins Tor. Die HSG konnte diese Szene verschmerzen, denn am Ende stand ein Sieg gegen Minden.